Das Auto passend zur Fliegewellen. Nein, heute nicht. Weil ich es kann. Jeden Freitag im Eurojackpot. Immer 10 Millionen Euro und mehr. Jetzt auf eurojackpot.de und in deiner Lotto-Annahmestelle. Sonnige Aussichten. Freitag rund 22 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne. Beim Original. Lotto Thüringen. Herzlich willkommen zu Nonsenf, Ihrer Wochenrückschau im Regionalfernsehen. Paukenschlag bei RTL. Für die neue Staffel von Deutschland sucht den Superstar ist es dem Sender gelungen, die Jury nahezu neu zu besetzen. Zuerst mal Entwarnung, Dieter Bohlen bleibt. Das steht fest. Aber was ist neu? Zum einen bekommt DSDS das jüngste Jurymitglied aller Zeiten, Mike Singer, der ist gerade mal 20 Jahre alt und ist vor allem durch YouTube bekannt geworden. Dort hat er selbst komponierte und selbst getextete Songs hochgeladen und wurde damit, naja, man muss es neidvoll sagen, sehr bekannt und sehr erfolgreich. Hier, sein neuester Song heißt 100.000 und hat schon 600.000 Aufrufe. Der Typ hat auf YouTube 750.000 Follower. Ja, ziemlich viele Zahlen, gell? Aber hier mal zum Vergleich. Der Typ links 750 Follower bei YouTube, der Typ rechts 750.000. Mike Singer wird Jurymitglied bei DSDS. Das ist aber nur der erste Teil des Paukenschlags. Hier kommt der zweite. Ebenfalls neues Mitglied in der Jury ist Michael Wendler. Ja, und das ist uns komplett egal. Gab's eigentlich noch irgendwas Wichtiges in dieser Woche? Ja, das gab's. 9 Jahre nach der Affäre um seine abgeschriebene Doktorarbeit hat Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg an der Universität von Southampton eine neue Doktorarbeit vorgelegt. Er darf sich jetzt offiziell Doctor of Philosophy nennen. Dr. Phil, was übersetzt so viel heißt wie Taxifahrer. Die Doktorarbeit hat übrigens 467 Seiten, auf der Hälfte davon steht sein Name, in voller Länge. Sie erinnern sich an die alte Doktorarbeit von Karl Theodor zu Guttenberg? Ja, ich weiß, Sie haben sie nicht gelesen, aber er auch nicht. Also, da war es ja so, da hat man so viele Plagiate, also Abschriften, Nachgemachtes darin gefunden, da hätte man locker in China eine ganze Fabrik von eröffnen können. Und jetzt hat er alles alleine gemacht. Klasse! Hat auch nur 9 Jahre gedauert. Und Silvio Berlusconi, erinnern Sie sich, der ehemalige italienische Ministerpräsident, der hat eine neue Freundin. Das Kuriose, die ist 30. Nicht 30 Jahre jünger, das ginge ja noch. Nein, sie ist 30 und damit 53 Jahre jünger als er. Ja, rechnen Sie selbst genau. Er 83, sie 30. Ist denn eigentlich sein neuer Schwiegervater auch gleichzeitig sein Schwiegersohn? Keine Ahnung. Aber bevor Sie jetzt mit dem Kopf schütteln, immerhin ist es diesmal nur eine neue Freundin und sie ist auch Politikerin, sogar in seiner eigenen Partei. Tja, das hatte Gerhard Schröder auch noch nicht. Was macht eigentlich Andrea Nahles? Humba, 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 tedere, tedere, tedere. Da ist es schön, Hawaii, da ist so ein der Tag, Obama. So wunderschön wie heute. Schnuffi, Buffi. Rentenmaus hier. Entschuldigung. Wolli, Wolli. Mietbegrenzilini. Mindestlohni, Steigeri. Ja, das war Andrea Nahles fast letzter Auftritt, den es gab. Aber was macht Andrea Nahles jetzt eigentlich so? Das erzähle ich Ihnen gleich nach der Werbung. Das Auto passend zur Fliegewellen. Nein, heute nicht. Weil ich es kann.
Jeden Freitag im Eurojackpot. Immer 10 Millionen Euro und mehr. Jetzt auf eurojackpot.de und in deiner Lotto-Annahmestelle. Sonnige Aussichten. Freitag rund 22 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne. Beim Original. Lotto Thüringen. Herzlich willkommen zurück bei Nonsenf, Ihrer Wochenrückschau im Regionalfernsehen. Was macht eigentlich Andrea Nahles? Andrea Nahles zieht es an die Universität. Die ehemalige Parteichefin der SPD wird im kommenden Wintersemester als Gastprofessorin für Politikmanagement an der NRW School of Governance und der Universität Duisburg-Essen arbeiten. Nahles soll dort gemeinsam mit dem Duisburger Professor Karl Rudolf Korte ein Seminar leiten und außerdem eine öffentliche Vorlesung halten. Das klingt jetzt nicht direkt nach einem Fulltime-Job, aber erstmal Pluspunkt, es ist kein Beratungsjob in der Fleischfabrik. Humba, 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 tädere. Noch ein Pluspunkt, sie macht nur halbtags, da bleibt noch genug Zeit, um an neuen Songs zu arbeiten. So ein Tag, so wunderschön wie heute. Neuigkeiten gibt's auch von unserem Lieblingspräsidenten Donald Trump. Der hat auf einer Pressekonferenz gesagt, dass durch die spanische Grippe 1917 wahrscheinlich der Zweite Weltkrieg beendet wurde. Gut, mit Zahlen hat das ja noch nie so gehabt. Und mit Daten. Und mit Fakten. Und mit Intelligenz. Aber gesagt hat er, dass durch die spanische Grippe 1917 wahrscheinlich auch der Zweite Weltkrieg, Klammer auf, 1945, Klammer zu, beendet wurde, weil alle Soldaten krank waren und gestorben sind. Alles klar soweit. Was mich absolut wundert, Trump hat noch kein Wort dazu gesagt, dass die Russen jetzt einen Impfstoff gegen Corona haben. Oder hat er das einfach noch nicht mitbekommen? Wahrscheinlich war er einfach nur etwas abgelenkt. Er arbeitet ja fieberhaft an der Mondlandung. Und jetzt Themenwechsel, wie Ulrich Mayer sagen würde. Themenwechsel. In Thüringen gibt es ja langsam wieder, ganz vorsichtig, kleine erste Veranstaltungen. Und zu einer möchte ich Sie ganz besonders herzlich einladen. Lassen. Musik liegt in der Luft am 28. August beim Sommer Open Air in Neustadt an der Orla, wenn ich mit meiner Band dort gastieren werde. Liebe Zuschauer, hallo, ich bin Antje Rietz und grüße Sie herzlich aus Berlin. Es wird mir eine Freude sein, nach Thüringen zu fahren und ich bringe vier fantastische Musiker aus Berlin mit und ein Konzertprogramm, das sich ganz respektvoll und begeistert der Biografie und dem Repertoire der Katharina Valente nähert, die so viel mehr war als nur eine Schlagersängerin, die in den 50er Jahren die Italien-Sehnsucht und das Fernweh der Deutschen gesungen hat. Sie ist eine fantastische Musikerin, eine großartige Jazzsängerin. Sie wird im Januar 90 und lebt, soweit ich weiß, zurückgezogen, zufrieden und glücklich und gesund in Lugano in der Schweiz. Musik liegt in der Luft. Am 28. August beim Sommer Open Air in Neustadt an der Orla. Ich freue mich auf ein Kennenlernen mit Ihnen. Ahoi, tschüss, Ihre Antje Rietz. Wer Antje Rietz noch nicht kennt, der sollte sie schleunigst kennenlernen. Sie war in diesem Jahr auch hier bei uns zu Gast und sie hatte ihre Freundin die Trompete dabei. Schauen Sie sich das gerne nochmal an. Wortfetzen fliegen um sie rum, man redet laut und klug und dumm, von Klatsch und Tratsch, die Luft erfüllt, die Dame schweigt. Falsch und fragen sich die Leute, wer sie ist, ob man sie kennt, was das Leben von ihr will, ob man weiß, wie sie sich nennt, denn ungeschmückt verführerisch sitzt sie da und redet nicht, in ihrer Hand ein goldenes Instrument. Das ist die Käthe mit der Trompete. Still und diskret, sie hat Taktgefühl, drum hat die Käthe die Trompete, sie ist ihr Ventil. Man will sie sagen, was sie fühlt, wie das Gemüt das Herz durchwühlt. Da nimmt die Käthe die Trompete und spielt. Worte finden und zu sagen, was man will, ist nicht leicht, bringt manchmal uns um den Verstand.
wird's unterhalten, Mund sei still, ist wohl kein gesundes Stil, also drück das erlösende Ventil. Mach's wie Käthe mit der Trompete. Still und diskret, sie hat Taktgefühl, drum hat die Käthe die Trompete, sie ist ihr Ventil, dann will sie sagen, was sie fühlt. Wie das Gemüt das Herz durchwühlt, dann nimmt die Käthe die Trompete. Die Käthe mit der Trompete. Still und diskret, sie hat Taktgefühl. Drum hat die Käthe die Trompete, sie ist ihr Ventil. Und will sie sagen, was sie fühlt. Wie das Gemüt das Herz durchfühlt. Na, nimmt die Käthe die Trompete. Das ist Antje Rietz am 28. August in Neustadt an der Oller mit ihrem Katharina Valente-Abend. Und die letzte Meldung heute kommt von Olaf Scholz. Der ist der neue Kanzlerkandidat der SPD. Und das Erste, was er gesagt hat, er will gewinnen. Das will ja Menderes bei DSDS auch immer. Aber das sind für mich so die Momente, da wünsche ich mir Thomas Gottschalk, der dann fragt, und was machen Sie, wenn Sie es nicht schaffen? Dann gehe ich ins Dschungelcamp. In diesem Sinne, bleiben Sie fröhlich. Bis nächste Woche, Herr Scholz. Das Auto passend zur Fliege wählen. Nein, heute nicht. Weil ich es kann. Jeden Freitag im Eurojackpot. Immer 10 Millionen Euro und mehr. Jetzt auf eurojackpot.de und in deiner Lotto-Annahmestelle. Sonnige Aussichten. Freitag rund 22 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne. Beim Original. Lotto Thüringen.